Over the Edge. Das ist ja cool. Das war der Anfang von dem Cyberpunk-Anime. Das ist cool. Weil der war auch ziemlich nice. Hey Muammar, ich habe einen seltsamen XBD in der Stadt gefunden. Da erledigt Maxtech einen Cyberpsycho unter dem riesigen Holo-Goldfisch. Und am Ende der Aufnahme steht der Name David Martinez. Sagt dir das was? Mal gucken, was er schreibt. Bin gespannt. Ziehst du dir jeden abgefuckten XBD rein, den du in irgendeinem Mülleimer findest? Hey, ich verstehe das schon. Man ist ja neugierig, aber ganz schön mutig. Aber ja, das mit dem Cyber-Psycho-Angriff kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht viel darüber. War ein ziemliches Chaos, was Martinez angeht. Schum, was für eine Scheißfrage. Klar sagt mir der Name was. Der Junge kam aus Santo, so wie ich, hat sich aus dem Nichts hochgearbeitet und nie zurückgeschaut. In kürzester Zeit hing der im Afterlife rum. Jeder Baby-Punk mit großen Träumen wollte in seine Crew. Bis vor einem Jahr, als David ins Westen gestochen hat. Wieso? Willst du seinem Fanclub beitreten, dir dein neues Chrom signieren lassen? Ich habe wohl was verpasst, als ich in Atlanta war. Wenn der Typ so eine Legende ist, warum redet dann keiner über ihn? Irgendwie sowas. Kannst du ihn für mich finden? Dann machen wir das. Schwer zu sagen, aber ich höre mich mal um und melde mich wieder. David Martinez, ist es der Hauptcharakter? Weiß ich gerade nicht mehr. Ist schon so lange her, dass ich das gesehen habe. Aber geil, Alter. I like it. I like it really much. Okay, na dann wollen wir mal weiter gucken, was wir noch so alles an geilen Scheiß machen können. Zum Beispiel hier hingehen. Tarotkarte finden. Ich gehe mal erstmal dahin. Schnellreise hierhin, dann dahin. Das wäre erstmal mein Plan. Ich glaube, der ist ganz nice. So. Oh, ich habe das ja schon mal gesagt. Ich hatte damals noch die 2080, die als das Spiel rauskam. Bruh, Alter, das war echt krank, ne? Also, es ging, aber halt nicht auf Maximum, ne? Gut, ich spiele auch in 1440p anstatt in 1080. Das hätte vielleicht auch nochmal was geändert. Aber alter Schwede. Ach, scheiße, jetzt haben wir das hier. Ich will die halt schon gern machen, die Dinger. Hat alles Mission, bringt alles Geld, alles Erfahrung, alles Kohle. So, jetzt bleiben sie kurz stehen, jetzt kann ich die, glaube ich, mal. So, danke. Ciao. Du hast das, Baby. Ja. Dann bringst du diesen Koordinaten. I will do it. Das ist zum Glück nicht weit weg. Dass das immer so weit weg ist, ist ja heftig, ne? Aber irgendwie, ich muss schon sagen, wie habe ich Night City vermisst, ey. Ich weiß, übelst viele Leute hatten so derbe Probleme mit dem Game. Ich zum Glück nicht. Bei mir lief das ja ganz gut. Bin ich auch sehr dankbar drum. Du bist ein Naturtalent. Läuft. Hab ich geschafft. Wir kümmern uns dann um den Rest. Yes, Baby. Ich hab dir am üblichen Ort eine kleine Belohnung deponiert. Cool. Wo hole ich mir meine Belohnung? Ach, hier. Ah. Wow, okay, da war viel, Junge. Krass. Nice. Okay, dann haben wir doch mal wieder was erledigt für den guten Boy. Jetzt gehen wir erstmal kurz hier hin. So, ich wollte ja eigentlich, der Plan war ein anderer. Hier ist Hauptmission, genau. Das ist auch Endmission, die will ich jetzt nicht machen. Ich muss Stadionparkplatz, genau. Genau, die Endmission, die werden wir natürlich nicht machen. Aber wie wenig Damage die machen, ne? Krass. So, dann lass mal gucken. Ich muss jetzt hier hin. Genau.
ist nicht da, ne? Wie macht man das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Würde ich ganz gern machen. Muss ich mal gucken. Muss ich mal schauen, tatsächlich. Wer ist das denn? Artikel ist so gut wie fertig. Vielleicht solltest du die Suche lieber für dich behalten. Das, ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber hey. Okay, jetzt. Wird mir angezeigt, perfekt. Noch ein Ding. Augenring oder so. So, das habe ich gemacht, ne? Nice. Das ist quasi Hauptstory von hier, wenn ich mich jetzt nicht... Also, ich sag jetzt mal Hauptstory von der Area. Juckt mich jetzt aber natürlich nicht so sehr. To be honest. Ich würde gerne irgendwas... Was denn? Eigentlich eine bestimmte Person. Aber ich weiß nicht. Doch, hier. Ist sie da? Scheiße, weiß ich nicht. Ja, muss ich warten. Okay, warte mal, was mache ich jetzt nächstes? Eigentlich kann ich hier hinfahren. Erstmal schön in die Außenbezirke und so weiter und so fort, ne? Gut, gehen wir erstmal dahin. Ohne Vorwarnung schießen. Piu, piu, piu. Könnt ihr auch einfach alle erledigen. Wäre auch nicht das Problem, glaube ich. So, Ziel auswählen, dann schauen wir mal. Der nächste ist halt da, dann gehen wir auch da hin. Fahren zu dem Punkt und dann schauen wir mal, was da abgeht. Würde ich mal sagen. Okay, ich möchte natürlich nicht hinlaufen, deswegen holen wir uns ein Auto. Nein. Dann bin ich aufgewacht. Für meine Kundin Indira Barazza geht das dank einem Erpresser vielleicht weniger glimpflich aus. Mhm. Der Drecksack heißt Melko Alexis. Arbeitet für die Voodoo Boys. Du weißt, was zu tun ist. Genauere Infos dazu schicke ich dir. Na dann, let's go. Schick. Indira Barazza wäre nicht die erste oder die letzte Person, die der Erpressung durch die Voodoo Boys zum Opfer fällt. Interessanterweise hat die Gang nur die technischen Mitarbeiter ihres Konzerns im Auge. Sie haben unserer Klientin ein unschlagbares Angebot gemacht. Kooperiere oder stirb. Indira hat sich für eine dritte Möglichkeit entschieden und mich angerufen. Der Voodoo Boy, der ihr damit droht, ihre Lunge zu hacken, heißt Milko Alexis. Sorge dafür, dass sie sie ein für alle Mal in Ruhe lässt. So sieht er aus. Na dann. Oh. Was ist hier los? Wer bist du? Danke nochmal, Vi. Im Ernst, du hast keine Ahnung, was für ein gutes Gefühl das ist, aus dem Haus zu gehen und mich nicht mehr ständig verfolgt zu fühlen. Vi, du bist super. Wer ist das? Nein, nicht. Das ist doch mein Job. Keine Ahnung, wer das ist, ehrlich gesagt. Du hast echt was gut bei mir. Wenn du mal in Tokio bist, sag Bescheid. Ich zeig dir alle Nova-Clubs der Stadt. Danke für das Angebot. Irgendwann vielleicht Tokio. Eher unwahrscheinlich. Wir könnten einfach was essen gehen. Man weiß ja nicht. Vielleicht kommen wir nach Tokio irgendwann.
nicht mehr in Cyberpunk 2077, aber hey. Klar, wann immer du willst. Wenn mich jetzt einer dumm anmachen will. Ha. Okay. Oh, Fahrzeuge zu verkaufen. Wait. XZ. Hey, hab hier, nenn mal hier Supon. Also das sind jetzt Waffen, die Waffen, genau. Das sind die Autos, die ich einfach kaufen kann, wenn ich es denn will. Die ich nicht habe, der sieht nice aus. Siehst du, wie okay. Autofixer ist mein ganzer Stolz, wie. Dank dir ist meine Kundenliste mittlerweile so lang wie die Motorhaube von einem Alvarado. Nicht vergessen, wenn du El Capitan gefallen tust, tut er dir und deinem Geldbeutel auch gefallen. Mach mit diesen Sonderlieferungen weiter. Dann kann ich neue Schlitten auf Autofixer anbieten und dir einen ordentlichen Rabatt geben. Du kannst deine Rabattsplitter entweder gleich ausgeben oder sie sammeln, um dir dein Traumauto zu holen. Aber damit das klar ist, der Rabatt gilt bloß einmal. Schade. Aber hey, ich sag mal so, nice. Greift ihr mich an? Kann ich hier rein? Hi. Ui. Okay, greift mich an. Ja, dann ist mir das auch scheißegal und verpiss dich. Oh. Wo ist die hin? Ja, Alter, halt's Maul, ganz ehrlich. Was willst du? Oh, die ist nicht tot. Ja, dann hol ich die Waffe doch raus. Ach, Kamera. Hey, na, was geht? Oh, da ist noch einer. Moment. Wieder was? Verstehe kein Wort von dem, was du erzählst. So. Ach, oh, guck mal. Nett. Was hab ich gemacht? Nein, ich hab eh gedrückt. Scheiße. Wollte ich doch gar nicht. Oh, so. Bin gestorben. Interessant. Kamera, geh nicht auf den Sack. Ausschalten. Tot. Ach, die ist kaputt. Bei dir machen wir den. Da war irgendwo auch noch einer, ne? Da. Weg. Hi. Da. Die Waffen sind halt so nice, ne? Ja, schieß mal auf mich. Oh, Kapazitätensplitter. Okay, das ist nice. Ach, das ist der, den ich töten muss. Ja, kein Problem. Hier kriegst du erstmal eine Psychose. Nee, die muss ich nicht töten. Scheiße. Mir fällt was ein. Warte mal kurz. Ich hab da die Mantis klingen. Wo ist denn die eigentlich, die so krass war?
Sie tot? Verseuchung. Nimm mal mit. Oh Gott. Okay. Boah, schaffe ich das? Aber 1C, das ist halt immer so ein Problem, ne? Ich komme, warte mal, FF, wo fange ich denn da an? Hier. Von hier komme ich auf FF. Auf 55. Aber in 55. Ja, 55. Aber nicht auf BD. F? Nee. Scheiße. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich würde gern. Es ist halt echt nicht einfach. FF 55. Haben wir mal 55, dann bin ich bei BD. Das könnte klappen. Wo habe ich jetzt angefangen? Hier, FF. Dahin. 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 Perfekt. Alles geschafft. Nice. Ach, du bist das, oder was? Nee. Hm, sieh an. Wer bist du? Warte, warte. Nicht schießen. Ich bin nur geschäftlich hier. Ich nehme meine Waffen runter. Geschäfte mit den Voodoo Boys? Naja, nun, das war einmal. Nach deiner Hilfe wollen die sicher einen neuen Zulieferer. Also die hier brauchen keinen mehr. Können Voodoos für ihr Chrom nicht einfach zum Ripper? Die installieren die Cyberware nicht, sondern experimentieren damit irgendwie rum. Oh. Forschung über Implantate? Worum geht's dabei? Keine Ahnung, mir auch egal. Hab genug Probleme. Oh. Mirko Alexis, ein Voodoo-Boy. Klingelt da was? Ja. Aber mehr als den Namen kenne ich nicht. Der Typ lebt praktisch im Nett. Und alle anderen schleichen nur um ihn herum. Muss wichtig sein. Wo finde ich ihn? Frag mich nicht. Ich habe schon genug Probleme. Ach komm. Du wolltest dir doch Eddies verdienen. Geh ganz einfach, beantworte meine Fragen. Na bitte, geht doch. Ich hätte ihm auch eins in die Fresse hauen können, aber hey. Kann ich auch immer noch machen. Also, theoretisch. Die Voodoos zerlegen diese Implantate. Suchen nach Schwächen im Code. Optionen für Hacks, sowas. Was sie nicht brauchen, installieren sie in alten Robotern. Größtenteils Schrott. Aber aus einem ist echt was geworden. Mhm. Roboter? Wofür? Na, wofür wohl? Denk halt mit. Wenn dieser Mirko so wichtig ist, braucht er bestimmt rund um die Uhr Schutz. Bei all deiner Hilfe weißt du doch bestimmt, wie man diese Roboterarmee besiegt. Hm. Wie gut zielst du? Gut genug. Folgendes. Die Voodoos haben ihre Bots in einem Serverraum. Ich kann die Disk Arrays überladen und dann, wenn man an den Servern rumspielt, gehen die hoch. Mhm. Der generierte Impuls schmilzt diesen Schrotthaufen ihre Schaltkreise weg. Okay, verzieh dich von mir aus. Hab zu tun. Mhm. Schön für dich. Okay, aber das muss ich hier auch noch machen, oder was? Boah. Verteidigungssystem wird aktiviert. 40%. Kein Problem. Hm.
mache erstmal hier so ein Synapsen-Dings und noch ein. Verteidigungssystem wird aktiviert, 100%. Oh, mir fällt eigentlich kann das ja theoretisch auch, ne? Oh, Kinders. Geh mich auf den Keks. Ach, den sehe ich auch gar nicht. Hm? Oh, geil. Finisher, Junge. Ausfall. Scanne die Umgebung. Die Präsenz eines Lebewesens wurde entdeckt. Aktiviere Evakuierungsprotokoll. Notausgang. Okay. Aber der ist jetzt nicht mehr hier, oder was? Ärgerlich. An der Stelle. Ein Smartlink, okay, ja, nehmen wir mit. Hey, hey, Vorsicht! Bin mit dem Runner verbunden, siehst du das nicht? Mhm. Nicht, dass er einen Querschläger abkriegt, hä? Aber ja, tragisch. Netrunner, Erpresser, Mörder. Den mach ich kalt. Klar hat der Dreck am Stecken, aber Mirko ist ein Niemand. Mhm. Ein kleiner Fisch im Meer. Ich bin Agent Alain Noël, Netwatch. Spezialist für organisiertes Verbrechen. Wir können uns sicherlich einigen. Bin letztens einem Schum von dir begegnet. Der war auch hinter den Voodoo Boys her. Hast du ihn auch so nett begrüßt? Er hat angefangen. Wollte mir das Hirn rausbrennen. Deshalb höre ich mir diesmal gar nicht erst das Konzerngelaber an. Lass mich die Verbindung von Mirko trennen. Na gut. Aber eine falsche Bewegung und ich leg dich um. Schon besser. Und jetzt dorm mit zu. Mhm. Du kannst Mirko nicht töten. Doch. Noch nicht. Wer hält mich davon ab? Du? Tu das nicht! Verdammte Scheiße! Weißt du, was du da... Uli? Netwatch. Lächerlich. Also mit Netwatch machen wir natürlich nichts, ne? Direkt töten. So, haben wir. Level up haben wir auch.